erholen. Nee, wir müssen das. So, haben wir erstmal den ersten Schritt geschafft. Aber irgendwie... ich weiß, ich erinnere mich, dieses Rätsel hatte ich übersprungen. Nee, weil man kann mich nicht zurücksetzen. Nämlich total dämlich, man kann das nicht zurücksetzen. Oder? Indem man rausgeht? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Nee. Das heißt, einmal was falsch gemacht, musste alles wieder zurückschieben. So wie ich gerade mal. Und wir uns mal so rum. Aber das bringt auch nicht viel mehr. Okay, probieren wir es anders. Nee, das klappt ja auch nicht, wenn ich... Ich muss... Ja, dann ist das unten. Das heißt aber, ich muss das... So, jetzt habe ich das erstmal so. Wenn ich das so mache, bringt mir das ja eigentlich auch nicht so viel. Nee, das bringt mir auch nicht viel so. Wieso hat man die eigentlich nicht, warum haben wir die nicht gleich hier unten eingesetzt? Das ist doch zum Mäusemelken. Ich hasse so eine Rätsel. Oh, ich habe aber ich habe mir geschworen, dass ich, egal welches Wimmelbild spiele, ich Let's Play, dass ich das Rätsel nicht zur Hilfe nehmen möchte. So, der eine ist auf jeden Fall erstmal oben. Der hat da jetzt oben zu bleiben. Das geht aber... Ah! Ihr seht, ich mache Fortschritte, aber irgendwie nicht richtig, habe ich das Gefühl. Ja.
Leute, ihr reißt mir den Kopf ab, wenn ich das Rätsel jetzt einfach auf Lösen drücke. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Nee, das muss ja oben bleiben. Ich muss die beiden nach ganz hoch kriegen. So, sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Ja, Leute, ich glaube, ihr werdet mich gleich hassen, aber ich bin gerade so angekotzt von diesem blöden Spiel hier, dass ich gleich auf Rätsel lösen zitten werde. Ganz ehrlich, ich werde mich dafür selber hassen, aber ich will jetzt nicht hier 3-4 Folgen nur an dem Blödsinn hier sitzen. Es ist schon fast eine ganze Folge dran. Ich habe nichts gesagt. Ah, ich... Kevins Ding, der zweite Vermisste und das zweite Opfer des Anwesens. Ich muss den Fall lösen, bevor noch Schlimmeres passiert. Weg hier. Okay, wir haben ihn gefunden. Wir haben das erledigt. Und wofür war das jetzt? Moment mal. Achso, da ist was abgefallen. Ein Knopf. Den brauchen wir für den Fahrstuhl nämlich. Ja, gruselig. So, wir fahren mal dahin, wohin mal es hingeht. Wir fahren nach unten. Aber nach unten war doch der überflutete Turm, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, da ist Wasser. Maschinen. Das sah stollenartig geradeaus. Wo sind wir jetzt? Ein Fahrrad. Das Fahrrad habe ich sofort erkannt. So, der Aufzug brachte mich hinab in den U-Bahn-Station. So, Gummistiefel. Da unten ist nichts mehr. So, wir wimmeln jetzt erstmal ein bisschen wieder rum. Eine Kassette. Noch eine Kassette. Noch eine Kassette. Noch eine Kassette. So, ein Glasauge. Haben wir da? Also ich versuche jetzt ein bisschen systematisch abzugehen, damit es ein bisschen schneller geht, damit wir noch ein bisschen vorankommen. Denn ich habe beim letzten Rätsel jetzt ja total gefailt gehabt. Also es war wirklich gefailt. Das war ja... Also, es war echt Horror, was ich dort geleistet habe. Mich, ja, gar nicht. Ich hab voll abgelost. Ich habe es dann mit Glück geschafft. Die Tasche. Eine blaue Hummel. Die Streichhölzer lagen hier unten rum. Da ist noch ein Schirmchen. Der andere ist da hinten. Knopf und Mausefalle. Die Mausefalle ist das da. Und einen Knopf. Ist das das da? Nein. Hätte ja sein können. Aber der da. So, super gemacht. Das Glasauge haben wir bekommen. Okay. So, machen wir mal auf. Überall auf der Station ist Wasser und Stromschläge sind nicht auszuschließen. Ich brauche Gummistiefel, um weiterzukommen. Die waren natürlich zufälligerweise im Fahrstuhl. So, jetzt sind wir hier in einer U-Bahn-Station. Ernsthaft, Herr Wolf, ich brauche das Auge des Zugführers. Ein Glasauge. In der Fahrradtasche könnte etwas Wichtiges sein. Ich muss nur den Stacheldraht loswerden. Eine Lampe. The Void Cola Automat ist defekt. Doch nicht mehr lange. Der Void Cola Automat ist defekt. Ja, wir haben nichts. Da kommen wir auch nicht rein. Aber hier.
Zum ersten Mal in der Führerkabine und ich soll den Zug steuern. Achso, das ist der Ausgang. Okay. Was haben wir hier? Knöpfe, Schalter und Hebel. Wir steuern ich diese Ungetüme. Dieser Hebel löst die Bremse aus. Wir brauchen Schlüssel. Okay. Hier haben wir den Plan. Das ist zum Türenschließen. Irgendwelche Knöpfe. Aber so kommen wir hier gerade auch nicht weiter. Ja. Achso. Solange das Tor zu ist, bleibt der Zug, wo er ist. Jemand war in Eile, als er diesen Schutzmechanismus errichtet hat. Mit Begeisterung. Mit Bergsteigerausrüstung kann ich die Wand erklimmen. Die da meinte eigentlich. Ich habe auf den Türschrank geklopft. Um an den Flaschenzug zu gelangen, muss ich. Cool, ich muss hier drauf drücken, um das zu lesen. Und ich muss hier drauf drücken, um dort zu. So ein Nonsens. Solange das Tor zu ist, bleibt die Bahn, wo sie ist. Hier hat man ja nichts mehr. Gucken wir mal in der Richtung. Eine Schraube. Eine Niete. Okay. Ein mega großes Schlüsselbund gedöhnt. Kein Griff. Kein Problem. Ich zerschlage einfach das Glas und betäubt die Höhe von innen. Okay, ich habe nur nichts zum Zerschlagen. Die Tür klemmt fest. Wir müssen von innen öffnen. Ach, hier hinten geht es auch noch weiter. Gut. Pumpe ist außer Betrieb. Die Pumpe. Achso, wir müssen Bauteile finden. Gehört die Niete hier dazu? Nein. Okay. Öl haben wir dann auch. Ach, Bretter, brauchen wir die vielleicht? Nö. Das ist natürlich alles recht leicht gerade. Das sieht wie ein leerer Tresor aus. Bin ich etwa auf Voids Schatzkammer gestolpert? Über Voids bin ich, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier jetzt? Die Öllampe hat kein Benzin mehr. Ja, mitnehmen können wir es aber auch nicht. No. Wie um alles in der Welt soll ich so viele Schlüssel auftreiben? Hallo? Ich muss sie reinschieben, ne? Ich schiebe alle Schließfächer hinein. Moment, wie hatte ich das gemacht? Ich hatte erst das? Jetzt muss ich alle reinschieben. Alter. Ja, habe ich begriffen. So. So. Das haben wir. Das haben wir. Super. Einfach nur rückwendig machen. Im letzten Schließfach liegt eine Schaltplatte. So, hier brauchen wir noch ein Mädchen. Das ist das da. Haben wir natürlich gar nicht so souverän gemacht. Ordne die richtig an. Ja, und was müssen wir jetzt machen?
Auf dem Tresorfeld siehst du 4 Zahlen. Addiere oder subtrahiere von den vorgegebenen Zahlen mit Hilfe der Drehregler. Deine Aufgabe ist es, die Formel... Scheiße, ich hasse Mathe. So. 10. Zehn, zehn, zehn. Super. Hammer. Oh, Hammer ist hier viel zu finden. Geldschein. Da haben wir ein ganzes Bündel. Oh Gott. Da haben wir ein Bündel. Da haben wir ein Bündel. Ein Besteck haben wir auch gleich noch gefunden gehabt. Da Bündel. Ein paar Goldbarren haben wir auch am Stück. Ein Goldschädel vielleicht auch noch? Ja, braucht man sogar. Ein Apfel? Nein. Frosch? Aber ein Ring hat er am Maul. Ein Schloss? Nein. Was war das? Ach, das war der goldene Flachmann. Das Herz. Münzen. Münzen haben wir hier auch da und da. So, ein Schwert. Ich finde das übrigens minimal beängstigend, wenn es im Hintergrund so rumpoltert und alles. Das ist ein Besteck. Uhr? Armbanduhr, genau. Haben wir noch eine Uhr. Und ein Wecker haben wir noch, aber der zählt ja nicht. Wir brauchen ja Armbanduhren. Das da zum Beispiel. So, Besteck. Eine Rose. Noch eine Rose. Noch eine Gabel. Schwert und Stift. Ist es ein goldener Stift? Man muss ja mal nachfragen, ne? Das Schwert hängt hier so. Und noch den Stift. Das Schockierendste fände ich, wenn wir jetzt nur den Stift mitnehmen. Ich hätte das Schwert mitgenommen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte das Schwert mitgenommen. Ein Goldbarren. Okay, gut, den hätte ich vielleicht auch mitgenommen. Aber hauptsächlich das Schwert, ihr Lieben, ne?